sterben es noch 50 Mal, wenn es denn sein muss. 9.30 Uhr, Licht aus. Die Wache hat Rundgang. Wie geht's uns denn heute, Ferguson? Familie gesund? Alles prächtig, Mr. DeLuca. Mein Sohn Tommy ist fast 6 jetzt. Wie die Zeit vergeht. Hey, Finn. Ein heißer Tipp fürs Rennen am Samstag? Ich bin schon dran. Jetzt gerade. Bringst du ihn zum Schweigen? Oder muss ich das tun? Du kennst die Regeln, Hanson. Klappe halten. 9.35 Uhr. Das Wiesel fängt mit seinem üblichen Lied und Tanzen an. Verdammt, Arlington! Holen Sie schnell den Ball! Das klingt wie der falsche Alarm. Sobald das Wiesel die Schlüssel hat, gehen wir über zu Phase 2. Dann mal los. Bitte schön, Leute. Mit bestem Dank an die Privatsammlung der Wache. Waren das die Jungs in der Wäscherei? Da kannst du einen drauf lassen. Was zum Teufel? Der war tot. Du warst viel zu lange in der Zelle, Al. Du weißt nicht mehr, wie man das macht. Was zum Teufel? Da stimmt was nicht. Hier geht was echt Seltsames vor. Sag bloß, Wiesel. Wo kommen diese Scheuer her? Oh, Scheiße. Burning dinosaur bone. I'll take the river down to still water and ride it back as well. Und somit ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren. Und wir zocken heute wieder den Zombie-Modus. Diesmal auf einer ganz neuen Map. Und zwar die Insel Alcatraz. So, was haben wir denn hier anzubieten? Was ist das jetzt denn? Hallo? Was ist das denn jetzt? Und das soll ich sein? Bin ich jetzt etwa seine Seele? Hier ist ein komisches Loch. Was das auch zu bedeuten hat. Ach so, ach so. Ja, ich muss hier kurz mal erwähnen, dass das meine erste Runde ist. Also wenn ich jetzt hier mal total fehle, es tut mir leid. Ich kenne mich hier noch nicht so genug aus. So, erstmal starte ich mal in das Geschehen. Und die erste Runde beginnt. Von oben auf meinen Körper geblickt. Oh mein Gott, Alter, was eine bekiffte Bude. Was liegt denn hier? Wo seid ihr, verdammt? Seid ihr da? Was ist denn hier passiert, Alter? Scheiße, ich muss hier raus. Ich brauche die Teile für den Fluchtplan. Okay, hier schon mal eine Pumpgun, aber kann man sich sonst wohin schieben? Diese Scheißwaffe. Hört sich was ist das denn hier? An, aber ich glaube, wir können mit den betrete das Jenseits. Was war das jetzt für ein Scheiß? Ach so, ach so, ach so. Naja, das ist jetzt ein bisschen irrelevant. Fürs Erste. Sonst noch jemand diese eigentlich nicht schlecht, also... Seht mal, wenn man halt von Zombies umzingelt ist, kann man sich dann halt kurz mal beamen lassen und dann halt die Zombies dann so erledigen. So, diese Waffe werde ich mir mal kaufen. Das war nicht die beste Waffe, aber was soll's. Also die Map sieht auf jeden Fall sehr, sehr düster aus, das gefällt mir. Erinnert mich an die alten Maps von Black Ops 1. Zumindest wirkt das so. Also das Intro war schon mal sehr nice. Ein sehr witziges Intro, finde ich zumindest.
Das sind ja auch wieder neue Charaktere. Vier, ja, Gangster aus diversen Gangsterfilmen. Die Zombies sehen auch ganz anders aus. Ich meine jetzt nicht die Kleidung, sondern die Augen, meine ich jetzt. Rote Augen. Ich glaube, das waren ja vorher orange. Ja, orangene Augen hatten die. Was sind das für Stacheln? Ich vermute mal auch, dass das Gefängnis... Achso, hier ist die Karte. Ja, ein sehr großes Gefängnis sein wird. Boah. You are here. Okay. Oh mein Gott, hier gibt's ja... Hier kann man auch raus. Hier gibt's auch einen Hafen. Alter, das ist ja krass. Da ist eine Brücke. So. Genau, die Tür können wir auch öffnen. 1400 hat mich das Ganze gekostet. Was gibt es hier? Hier kann man sich, glaube ich... Nee, kann man sich doch nichts zusammenbasteln. Was war das denn jetzt? Ach so, jetzt habe ich einen Teil gefunden. Ich, weiß nur nicht, woher ich das weiß. Was ist das denn? Was für eine Logik. Oh Scheiß, oh Scheiß, oh Scheiß. Vergebung steht bei mir nicht auf dem Programm. So, ich gehe mal weiter hoch. Achso, hier kann ich nicht lang. Scheiße. Hier gibt es wieder eine Waffe zu kaufen. Max Ammo. Nutzen wir diese Munition so gut wie möglich. Hier runter? Nee, kann ich nicht. Was ist das denn für ein Scheißzeichen? Ist das ein Wolf? Ein Hund? Was auch immer? Oh mein Gott! Also, das ist ein Wolf, ja. Hä? Es frisst die Zombies aus welchem Hund auch immer. Muss das nicht eigentlich umgekehrt sein? Was bringt das? Was bringt das? Alter, ich hoffe nicht, dass er aus diesem Loch da irgendwann mal rausgekrochen kommt. Ich vermute mal, dass er, je mehr er Zombies frisst, desto schneller formiert sich sein Körper neu. Ich hoffe, dass ich mich irre. So, hier kann ich auch weiter. Gibt es wieder irgendwas zu kaufen? Ach. Einer von uns muss die Scheiße unter Strom setzen. Ach so, ja. Ja. Alter, das ist ein richtig großes Gefängnis. Alter, ich frag mich, woher die so viele Gefangene haben. Überall Zombies. Sieht aus, als hätten wir uns gerade so, als Zeit. Das kommt mir so vor, als wäre die ganze Stadt hier gefangen genommen worden. In Ordnung, ihr Wichser. Naja, hier ist wieder so ein Portal. So, das aktiviere ich dann. Denn dort drüben gibt es wieder so einen Kasten. Das kann ich ja wieder unter Strom setzen. Naja, was das eigentlich bringt... Ach so, eine Zelle geht dann auf. Naja, dafür haben wir jetzt doppelte Punkte bekommen. Ob das jetzt so... lukrativ war... Mal schauen. Da ist wieder mein Körper. So. Hier kann ich runter. 1500, 1800 habe ich. Alles klar. So, oh mein Gott, Alter. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh mein Gott. Was gibt's hier? Was ist das denn für eine Waffe? Die brauche ich. Keine Kohle. Mann, 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 es geht immer tiefer. Bis in die Hölle. Hier kann ich auch höchstwahrscheinlich durch, ja.
Oh mein Gott. Drei auch noch. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Achso, ist das die Kiste? Naja, sieht mir auch aus wie ein Ofen. Oh Scheiße, wo bin ich denn hingegangen? Ah! Durch, durch! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ist das eine Bombe? Ist das eine Bombe? Ich brauche die Atombombe, du Scheißgeburt, du! Ja, ich hab die, aber ich bin gefallen. Ach so, sobald man runterfliegt, kommt dann die Seele raus. Und man kann richtig schnetzeln. Achso, gedrückt halten kann ich auch. Was ist das jetzt für ein Scheiß, Alter? Maximale Munition. So. Ab in meinen Körper zurück. Er hat seinen Spaß. So, ich glaube, das ist mal eine Schrotfinte. Das könnte ich gebrauchen. Ich kaufe mir die mal. Ja, das ist Nummer 1. Sind da die drei Köpfe wieder abgebildet? Oh mein Gott, wo sind die denn? Nee, ich höre aber was anderes. Auch natürlich ein Wolf. Ich frage mich, wie ich das hier aufkriege. Naja, ich habe gehört oder gesehen, dass das Spiel bzw. diese Karte sehr viele neue Sachen zu bieten hat. Und erstmal muss man natürlich erstmal alles herausfinden. Alter, die ganze Stadt ist hier, ey. Und das soll ein Gefängnis sein? Da leben wohl mehr Ganoven als gute Menschen. Ah, verdammte Scheiße. Ah. Ja, das ist auch so eine Scheiße. Natürlich kommt man wieder, aber das ganze Geld verliert man dadurch. Ja, hallo? Könnt ihr auch mal sterben? Ach so, die werden gar nicht getötet. Die werden einfach weggebeamt. Einfach woanders hin teleportiert, hingespawnt. Naja, so toll ist das eigentlich nicht. Oh mein Gott! Weg da, weg da, weg da! Ich gehe mal am besten wieder hoch. Oh mein Gott! Ah, Scheiße! Scheiße! Ey, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? So. Hier sind aber viel zu viele Zombies. Am besten sollte man hier gar nicht runtergehen. Nein, schon wieder die falsche. Ey, da. Warum sieht das auch die überall so gleich aus? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Durch, 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 durch. Habt ihr Wichser euch vermehrt? Ja, ich hab's geschafft. Schöne Granate und weg die Fetzi. So, ich hab's erstmal geschafft. Bin heile hochgekommen. Ja, dieser Wolf ist vermutlich immer noch dort. Ich höre schon. Kann es mich angreifen? Ich näher mich am besten nicht den Wolf. Man weiß ja nie. Die Munition ist fast leer. Ah, ich habe keine Granate mehr, ne? Ich habe zwar vorhin eine Granate benutzt, aber ich hoffe mal, dass ich einen Kriecher dadurch gewonnen habe. Nein, jetzt frisst er schon wieder. Ja, ich denke mal, irgendwann mal kommt er aus diesem Loch da rausgekrochen. Oder rausgesprungen. Ah, verdammt. Und habe ich einen Kriecher? So, was ist denn da oben?
Wie komme ich denn da hin? Da ist ein Schlüssel. Ja, kannst du das irgendwie aufsammeln oder bist du schwer behindert dafür? Warte mal, wo führt denn dieser Weg hin? Ja, ich muss auf jeden Fall hier durch. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu entdecken. Oh mein Gott, da sind ja voll viele. Ha! Obwohl, das bringt ja nichts. Das ist ja eine schöne Scheiße. So. Erstmal gehe ich mal hier durch. Ich hoffe, hier gibt es irgendetwas zu entdecken. Oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer, Alter. Das wird ja immer schlimmer. Richtig pervers, die Map. Wird ja immer schlimmer und schlimmer. Meine Fresse, Alter. Ein richtiges Schlachthaus. Wo bin ich denn jetzt gelandet, Alter? Jetzt kommt doch irgendwo aus irgendeinem Loch wie hieß er noch gleich? Leatherface, genau. Der aus Texas Chainsaw Massacre. So, erstmal habe ich mich selbst in den Arsch getreten, dass ich mich hierher gewagt habe. Einfach eine Runde machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, da gibt es noch Munition zu kaufen. Ja, scheiße, Alter. Hier sind auch so viele, ey. Jetzt ist meine ganze Kohle wieder weg. Ey, was ist das für ein Scheiß, Alter? Erstmal mache ich mir mal hier ein wenig den Weg frei, so dass ich wieder zurücklaufen kann. Oh, aber hier sind im... Ah, scheiße, jetzt kommt eine Leiche und blockt mich. Ey, das ist nicht... Ach gut, ich habe noch ein Leben. Ey, Alter, du Stinkmolch. Verschwinde aus meinem Weg. Ja, schau dir an, wie viele da sind. Alter, die wollen mich ja richtig voll verkohlen. Die sind einfach eindeutig zu viele. Zeig gefälligst etwas mehr Respekt. Ja, jetzt muss ich erstmal nachladen, Alter. Da hoch kann ich ganz bestimmt nicht. Das ist mein letztes Leben. Wenn ich jetzt krepiere, dann ist finito. Alter, die Durchgänge sind auch so schmal. Ich kann den ganzen Tag mit Patronen werfen, Spinner. So, das sieht doch schon mal erstmal gut aus. Warum hat überhaupt die nächste Runde angefangen? Da waren doch noch einige Kriecher. Alter Schwede, ey. Double Points zu meiner Gunst. Doppelte Punkte? Das ist doch kein verdammtes Spiel. Ey, da ist noch ein Kriecher. So, ich kann vermutlich... Ah, scheiße. Naja, da war jedenfalls noch eine Tür zu öffnen. Was ist das denn hier? Kann ich meine Klamotten da waschen oder was? Eine Waschmaschine. So, erstmal zurückgehen. Hoffentlich krepiert ihr natürlich nicht. So, jetzt kann ich hier runter. Alter Schwede, hier hört sich... Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Was ist das denn für ein Scheiß? Wie komme ich da hin? Ja, jetzt startet direkt die nächste Runde. Bravo! Wo ich auch noch gelandet bin, Alter. Wenigstens habe ich ein Leben dazu gewonnen. Ah, dieser Schlüssel ist dann hierfür gedacht. Warum zum Teufel willst du überhaupt Geld? Alter, diese Map ist sowas von komplex. Man muss sie erstmal richtig studieren. Naja, wie gesagt, das ist meine erste Runde und
Level 8 bin ich jetzt. Ich hab schon einiges gezeigt, von daher. So, jetzt kann ich alles mal hier durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt kommen wieder die Leichen. Ja, ja, endlich meine ordentliche Waffe. Aber dafür kein Geld. Arbeitsloser. Und ich bin draußen, oder? Ah, scheiße, wo bin ich denn gelandet? Eine Sackgasse. Nein. Naja, wenn ich die Hauptsache, ich habe noch ein Leben. Das ist gut. Ja, klar. Alle auf einen. Natürlich sollte ich am besten nicht so verschwenderisch sein. Insta-Kill, das ist gut. So. Wünscht mir Glück. Ja, Insta-Kill ist dann auch wieder weg. Alter, meine Fresse, ey. Und tot bin ich. Ach, scheiße nochmal, ey. Level 8. Naja, 115 Zombies niedergemetzelt. Für meine erste Runde war das eigentlich ganz ordentlich. Hab schon einiges gezeigt. Boah, ich muss zugeben, dass diese Map auf jeden Fall sehr komplex ist. Man muss erstmal alles herausfinden. Aber anfangs hatte ich ja nicht so gute Waffen. Die Uzi war eigentlich ganz gut, aber die konnte ich leider nicht mehr kaufen. Naja, das war dann Zack Tony mit Insel Alcatraz, Mob of the End, Noob of the End. Ich mache dann nächstes Mal auf jeden Fall noch eine Runde, aber diesmal im Online-Modus. Und wir sehen uns dann. Macht's gut!